Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend aus dem verschneiten München. Ah, herrlich, wie das hier runterkommt. Richtig schön, sehr kontemplativ. Das braucht man auch nach so einem Tag. Wir haben heute den 25. Jänner, es ist Montag und es ist 19.25 Uhr. Also heute haben die Märkte auch mal wieder hohlgedreht, sei das jetzt der Nasdaq, dann erstmal ordentlich hoch und dann mal 300 Punkte runter oder zum Beispiel sowas wie iRobot von 100 auf 150 auf 110. Ja, manchmal frage ich mich ernsthaft, was da so ein paar Händler da so rauchen. Give me a puff of whatever you smoke. Hier geht es heute um SAP. SAP deshalb, weil SAP am Freitag, und ich bin mir nicht ganz sicher um wie viel Uhr, ich glaube es ist aber vorbörslich, die Zahlen bringt für das letzte Jahr, den Jahresabschluss und natürlich auch einen Ausblick für die nächsten 3 Monate. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben hier den 5-Jahres-Chart. Ich hole den mal näher ran, was das letzte Mal passiert ist, als die Zahlen gebracht haben. Das waren 22% an einem Tag. Meiner Meinung nach völlig überzogen, also wirklich völlig überzogen. Wie auch immer, sie sind dann nochmal 4 Tage ein bisschen runter. Da habe ich hier auch einen Film gemacht, dass der Bereich um zwischen 89 und 90 war schon, also historisch gesehen, eine sehr gute Unterstützung. Viel machen sie nicht, das gebe ich zu. Auffallend ist aber, dass heute an einem Tag, an dem der DAX so minus 1,2 oder 3% gemacht hat, die SAP momentan mit 106,52 jetzt hier um 1926 insgesamt eine der besten Aktien sind oder eine der besten Aktien ist. 106,52 momentan ist auffallend, wie stabil die sind. Ja, da kann man richtig zuschauen, wie die langsam steigen. Tja, ob da einer was weiß oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, das will ich auch gar nicht beurteilen, aber ich halte das für durchaus zuversichtlich. Also ich glaube nicht, dass so etwas hier nochmal passiert. Der Markt lernt. Ja, ich bin ein großer Freund der Evolution und das bezieht sich auch auf den Aktienmarkt. Der Markt lernt und das hier wird so nicht passieren. Das wird auch nach oben nicht passieren, 22%. Das glaube ich nicht. Aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen. 1 Euro in SAP sind ungefähr 10,5 Punkte im Index. Wenn die also 10 Punkte steigen und die ganzen anderen Werte nichts machen, dann sind wir hier um die 110 Punkte besser. Das muss man einfach sich immer mal wieder im Hinterkopf behalten. Es ist der größte Wert in Deutschland. Und ich glaube, es ist jetzt mittlerweile im Ranking nur noch Nummer 70 von den 100 reichsten Firmen der Welt. Ja. Also da ist nur eine drin von Deutschland, ist nur eine drin in den 100 teuersten oder reichsten Werten. Wie dem auch sei, wie sieht's aus? Ich habe verschiedene Punkte, die ich einfach mal rüberrufen will. Das eine ist dieser hier, 108,62. Sollten die rausgenommen werden vor oder während oder nach den Zahlen haben wir hier ein ganz großes, fettes Gap und das geht bis hoch bis zu 125. Dann ist der frei. Es wird, das glaube ich schon, die 200-Tage-Linie hier bei im Moment 118,34 wird da eine Rolle spielen. Aber wenn der hier durchgeht, hat der erstmal ordentlich Platz. Wir gucken mal nach einer Unterstützung und da komme ich auf diese hier. Das wäre mir zu heiß. Das ist mir auch zu heiß. Und vor allen Dingen auf einer 100, also genau auf der 100er Zahl, würde ich persönlich nie einen Schein kaufen. Das würde ich nicht machen. Aber hier unten drunter, die 97,44 ist eine Unterstützung. Und darauf baue ich jetzt die Scheine auf, die ich euch zeigen werde. Für den Fall, ich hole schon mal den K.O.-Schein hoch. Für den Fall, dass die SAP diese 102,42 sowas rausnimmt, präferiere ich einen solchen Schein hier, Basis 95,93. Der ist also hier noch ein bisschen drunter. Ach, ich sehe es gerade eben herrlich, wie eng die Bänder sind. Also irgendeine Bewegung kommt da. Dieser Schein hier von der UniCredit ist die 95,93 mit der Kennnummer HR3K7H. Das wäre dann der Schein von mir, den ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist lege, damit ich da nicht mehr lang suchen muss. Gucken wir mal nach dem Short. Ein Short würde ich definitiv hinter der 200-Tage-Linie suchen und ich muss sogar hinter dieses Gap gehen. Das Gap ist bei 125, wo war der Schlusskurs? 124,90. Und da muss ich auch ein bisschen den Hebel rausnehmen. Ich muss da weiter weggehen, das ist zu gefährlich. Sowas hier. Das ist ein 124,45er. Mal die Kennnummer gesagt, die HR43LZ. Der ist allerdings nur für den Fall gedacht, dass wir hier weiter runtergehen. Sollten wir
das hier unterbieten, diesen Bereich um 97,37, dann kann man auch tiefer gehen mit der Basis. 118, kurz hinter die 200-Tage-Linie. Aber ich muss den jetzt mal nennen, ich erwarte da eine größere Bewegung. Vielleicht nicht gerade 20 Euro, aber zwischen 5 und 10 muss man einfach erwarten. Je nachdem, wie der Ausblick formuliert wird, sagen wir es mal so. Wenn das die Analysten, die dann im Schnitt so 24 Stunden später, sprich am Montag kommen, das dann auffassen, so, ach, das sieht ja eigentlich ganz okay aus, die sind da durchgekommen und bringen jetzt ja auch diese Tochter Qualtrics an die Börse. Das lässt sich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Aber es ist auffallend, während ich jetzt hier spreche, sind schon wieder 30 Cent höher, 106,82. Ich glaube, SAP, oder andersrum, ich möchte es mal so formulieren, ein Markt steigt nicht ohne SAP, das glaube ich nicht. Der gehört dazu und die haben erstmal jetzt hier gar nichts gemacht in den letzten Wochen oder nur relativ wenig. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.